Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um drei Looks. Los geht's. So Leute, wie im Intro gesagt, ganz simpel gehalten. In dem Video soll es einfach mal um drei Looks gehen, die ich einfach tagtäglich immer wieder ganz gerne anziehe. Ich zeige euch genau, wie ich das Ganze kombiniere, was ich daran so mag. Und wir gehen auf die einzelnen Pieces mal eben ein. Ich muss kurz vorwegnehmen, nicht alle Pieces sind neu. Manche Sachen habe ich halt schon ein Jahr oder zwei im Kleiderschrank. Und dementsprechend kann man die Sachen auch teilweise nicht mehr nachkaufen. Ich werde euch alle Alternativen unten in der Infobox verlinken, sodass ihr das Ganze, ja, falls ihr Interesse daran habt, ja, einfach mal nachshoppen könnt bzw. euch anschauen könnt. Ja, ich will gar nicht lange drum herum reden, deswegen fangen wir an mit dem ersten Look. So Leute, Look Nummer 1 ist ganz klar basierend auf der Weste, die ich hier in der Hand habe. Das ist der Look, den ich gerade anhabe. Ihr werdet in zwei von drei Outfits auch sehen. Ich bin im Moment sehr, sehr gerne Hoodie-Träger. Ich finde diese Herbst-Winter-Atmosphäre sehr, sehr, also ich liebe es aktuell einfach Hoodie zu tragen. Und dementsprechend kombiniere ich das auch häufig. Also wie gesagt, alle drei Looks trage ich eigentlich im Alltag schon sehr, sehr gerne und sehr häufig. Und ja, prinzipiell kombiniert habe ich einfach hier meine Weste. Die ist von Canada Goose. Der eine oder andere kennt die Marke wahrscheinlich, und kombiniert habe ich das einfach mit meinem Essentials Lieblingshoodie im Moment, den schwarzen, beziehungsweise der zweite Lieblingshoodie. Der Lieblingshoodie ist ja der graue, aber der schwarze Hoodie, auch unbranded, mit einer relaxed Jeans von Cheap Monday. Und dazu habe ich kombiniert meine New Balance Armé Leon Doré Sneaker. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Nehmt mir das bitte nicht böse, aber ich finde das ein sehr, sehr cooler, chilliger, lässiger Look. Nicht allzu förmlich, beziehungsweise überhaupt nicht förmlich. Und ja, ist einfach ideal, gerade die Jahreszeit für diese Westen. Man kann das super cool kombinieren, super nice aussehen lassen. Und mir gefällt das einfach. Und dementsprechend, ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welcher von den drei Looks auf jeden Fall euer Lieblingslook ist. Wir machen einfach mal weiter mit Look Nummer 2. So Leute, Look Nummer 2, und ich zeige euch bei allen drei Looks einfach nur die Jacken, weil das Outfit zeige ich euch natürlich immer eingeblendet, ist ganz klar die, ich sag mal, der Fokus auf diesem Half-Zip-Pullover von Essentials, Fear of God Essentials. Den habe ich, ich glaube, letzten Winter gekauft. Die gibt es aber aktuell immer wieder zu kaufen, und teilweise kriegt ihr sogar noch, ich verlinke euch natürlich die ich gefunden habe, noch im Internet unten, wie gesagt, in der Infobox. Darunter habe ich kombiniert ein Hoodie. Wie gesagt, den Half-Zip drüber, darunter den Hoodie, und das Ganze habe ich kombiniert mit einer Dickies-Hose, und zwar mit der 874. Das ist die klassische Dickies eigentlich, die eigentliche klassische Workwear-Chino von Dickies. Die ist schon, weiß ich nicht, gibt es halt schon eine halbe Ewigkeit. Die gab es schon in meiner Jugend, und die hat einen sehr, sehr lockeren Fit. Kombiniert habe ich das mit meinen Jordan 1 Low in Grau und wie gesagt noch mit diesem grauen Hoodie. Ich finde es ein sehr, sehr stimmiger Look. Ich mag auch dieses Layering, wenn man so mehrere Sachen übereinander trägt etc. Und gerade dieses Half-Zip mit Hoodie und dazu noch eine Chino und ein paar Jordans ist ein sehr, sehr cooler, chilliger Look. Wie gesagt, ist nicht allzu förmlich, beziehungsweise auch der Look ist überhaupt nicht förmlich, aber ja, aktuell, ja, feiere ich das. Man ist prinzipiell, ja, diese ganze Förmlichkeit ist im Moment ein bisschen schwierig, weil wozu soll ich mich jetzt mega schick machen, wenn im Prinzip alle in Quarantäne sind oder die meisten. Natürlich, wenn ich das beruflich jetzt machen müsste, würde ich das gerne machen, aber aktuell geht es einfach nicht, und dementsprechend ist ja diese Coziness aktuell bei mir sehr, sehr angesagt. Und ja, sehr coole Hose, muss ich dazu sagen. So ein Hosenguide kommt demnächst noch raus. Ich habe das auch bei anderen YouTubern gesehen, die das sehr, sehr gut machen. Da will ich jetzt gar nicht kopieren, aber ich werde so die eine oder andere Meinung von mir noch dazu geben, und dementsprechend kommt ein kleiner Hosenguide die Tage noch raus, und ja, schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall eine Videoidee. So, Look Nummer 3 ist ganz klar basierend auf der Puffer Jacket, die ich hier habe. Das ist meine neue Puffer Jacket von Sandro Paris. Ist eine ganz, ganz kranke Puffer Jacket. Wenn ich die jetzt einfach beschreiben müsste, wie sich das Ganze anfühlt, und das macht das Ganze auch so heftig, ist einfach, wenn ihr zum Beispiel zu IKEA gehen würdet und euch dann die Kissenabteilung begeben würdet und da diese super hochqualitativ hochwertigen Kissen in die Hand nehmen würdet, genauso fühlt sich diese Jacke an. Also ich kann mir vorstellen, im Winter extrem warm, sind super krass, also ist eine super krasse Jacke. Ich hatte so eine Downjacke persönlich noch nie in der Hand.
Und ich kann euch sagen, das ist echt der helle Wahnsinn. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Falls ihr Bock habt, geht einfach mal in irgendeinen Laden, wo die Sandro Paris haben und fasst diese Jacke einfach mal nur an. Das ist wirklich der helle Wahnsinn. Und ist wirklich ein gelungenes Meisterpiece. Das habe ich kombiniert einfach mit einem schwarzen T-Shirt, was ich in die Hose gesteckt habe, mit der schwarzen Jeans. Und in dem Fall habe ich dazu meine Lloyd Herren-Schnürschuhe kombiniert. Finde ich, ist ein sehr, sehr nicer Look, weil ich bin Fan von diesen Schuhen, muss ich zugestehen. Ich mag das. Kombiniert dieses All Black, ich sag mal schwarz, sowieso auch gerade Herbst, Winter. Kann man immer wieder tragen, ist eine sehr, sehr zeitlose Farbe und ja, mag ich. Ich mag natürlich auch diese ganzen Erdtöne, aber in dem Fall habe ich jetzt einfach mal drei relativ dunkle Looks rausgesucht. Demnächst kommen noch mal andere Varianten. Aber aktuell, wie gesagt, war das jetzt die Varianten, die ich so einfach aus dem Stegreif und wo ich mir gedanklich gedacht habe, hey, die sind ganz nice. Kann man da einfach mal zusammenpacken in einem Video. Vielleicht der eine oder andere kann das als Inspiration nehmen. Und dementsprechend, ja, das waren meine drei Looks. So Leute, das war es jetzt mit meinen drei Looks. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst mich gerne in den Kommentaren unten wissen, welcher euer Favorite Look von den drei waren, auf jeden Fall. Und falls ihr euch wundert, warum keine DIY-Videos gerade kommen, ich warte auf die Lieferung. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ich habe die Carhartt Detroit Jacket wurde gecancelt. Die habe ich jetzt woanders bestellt. Die müsste aber kommen. Die ist schon versendet worden. Da habe ich schon einen Versendungshinweis bekommen. Der andere Shop, wo ich das vorher bestellt habe, hat einfach mal knapp 2 Wochen gewartet, bis sie mir das storniert haben. Auf die schwarze Carhartt Hose warte ich auch gerade. Hier ist noch eine neue braune Variante, die noch nicht abgeändert wurde. Und muss ich mal schauen, was ich damit mache. Ich weiß es noch nicht genau. Ob ich die wieder verlosen werde, ein bisschen ändern werde. Natürlich werde ich bei der Hose ein bisschen was anders machen. Ich muss mal schauen. Ist auch eine andere Nummer als bisher. Ich muss mal gucken, was ich mit der Hose mache. Auf jeden Fall eine neue braune und ein neues braunes Video wollte ich jetzt nicht machen. Es geht eigentlich mehr um die schwarze. Mal gucken, was ich hiermit mache. Vielleicht kombiniere ich das auch in einem Video. Aber es kommt auf jeden Fall was. Ich bin da einfach nur am Warten auf die Teile. Ich weiß nicht genau, warum das nicht klappt, aber das kommt die Tage noch online. Das war es auf jeden Fall. Vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo da zu lassen und ein Like. Ich würde mich wie immer mega darüber freuen. Das würde mich sehr supporten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Leute, peace.